Als dir am nächsten Morgen deine neue Rüstung gebracht wird, kannst du deinen Augen kaum trauen. Und dennoch, als Schmied kannst du es nicht ertragen, keinen Beitrag dazu beigesteuert zu haben und beschließt, einige Einlegearbeiten hinzuzufügen. Haha, sehr gut. Auch wer die Rüstung eines Prinzen trägt, kann darunter immer noch ein Hufschmied sein. Meinst du nicht, Tungdil, Bolofar? Ja, vielleicht. Gebe ich dir recht, aber dennoch möchte ich da rumbasteln. Was wollt ihr hier? Deine Frage ignorierend mustert Bislipur dich ganz genau, bevor er spricht. Du willst also einer von unserem Stamm sein? Ein Findelkind? Von einem Zauberer großgezogen? Man soll es nicht für möglich halten. Und ich halte es auch nicht für möglich. Es gibt keinen Beweis deiner Herkunft. Und Gandogar hat den Rat auf seiner Seite. Warum ersparst du dir nicht die Blamage und erscheinst gar nicht erst vor dem Rat? Lass dein Vorhaben sein und wir nehmen dich in unseren Stamm auf. Wir geben dir alles, was du benötigst, dein ganzes Leben lang. Dafür unterstützt du Gandogar, anstatt ihn zu bekämpfen. Tja, du kannst mir am Arsch lecken, jetzt erst recht. Ich hasse so eine Typen, ey. Beweise, so wie euer Brief, der die Elben beschuldigt. Warte einfach ab, was ich in der Rede zu sagen habe. Und wenn ich den Vorschlag nicht annehme. Beweise? So wie euer Brief, der nach über 1000 Zyklen entdeckt wird und die Elben für den Fall der 5. verantwortlich macht? Es ist kein Geheimnis, dass die Elben hinterlistig sind. Und was wäre besser dazu geeignet, uns Zwergen eins auszuwischen, als das Tote Land einzulassen und uns als Sündenbock darzustellen? Die Elben wurden durch das Tote Land vertrieben und sind nun fast ausgerottet. Ich habe gesagt, dass sie hinterlistig sind. Nicht klug. Der Typ gefällt mir gar nicht. Wart einfach ab, wenn ich noch Rede zu sagen habe. Kinder des Schmiedes lassen sich nicht den Mund verbieten. Du bist ein Zwerg, zugegeben. Aber kein Vierter kann sich daran erinnern, dass ein Zwergenkind verloren gegangen ist. Und du kennst Tausende der Vierten von Angesicht zu Angesicht und weißt ganz genau, wo sie im Gebirge wohnen, was sie planen und was für kleine Tragödien sich ereignen. Du spürst, dass all die langen Abende in der Bibliothek und die Dispute mit Lord Ionan nicht umsonst waren, als Bislipur um eine Erwiderung ringt, ehe er es dann sein lässt. Haha, sind wir über den Mund gefahren und kann er nichts mehr sagen, sehr schön. Ich mag den nicht. Gleich eine Axt in den Kopf hauen, so. Und wenn ich meine Kandidatur nicht zurückziehe? Du willst dich gegen deinen eigenen König stellen? Ein dahergelaufener Zwerg, der einen verdienstvollen Anführer wie Gandogar durch seine Kandidatur beleidigt? Das wird niemandem im braunen Gebirge gefallen. Mach dich darauf gefasst, bei den Vierten das Leben eines Außenseiters zu führen. Du hast wahrlich genug von diesem Zwerg. Er bereitet dir Unbehagen. Mehr noch. Raus hier! Ein vermenschlichter Bastard, gib mir keine Befehle. Wisse, wo dein Platz ist, falscher Zwerg. Alter. Au. Alter. Alter. Da muss ich jetzt einfach nochmal. Einmal geht noch. Alter. Der hat mir die Hand verbrannt. Mir Gold in die Hand gebrannt. Nur wegen dem. Der steht auf jeden Fall auf meiner Liste ganz weit oben. Die Rüstung wurde von einem Meister angefertigt. Über dem Kettenhemd liegt ein Panzer aus Stahl, der an mehreren Stellen mit Gold legiert wurde, was dir definitiv zusagt. Außerdem gibt es einige Zierteile aus Stein, um an die Herkunft aus dem Reich der besten Steinmetze zu erinnern. Du hattest gerade das letzte Ornament fertiggestellt, als Bislipur dich unterbrach. Das Siegel Lord Ionans, der dich aufzog und dir ein Zuhause gab, das es nun nicht mehr gibt. Können wir das nicht anziehen? Doch. Sie ist nicht nur eines Königs würdig und passt wie angegossen, sie sollte mir auch im Kampf zusätzlichen Schutz bieten. Endlich, dann stirbt er nicht wieder so schnell. Boah, komm hier, guck uns mal an. Naja, bis auf hier oben sieht man jetzt nicht so viel. Klar, ein paar goldene Stellen. Können wir noch irgendwas anderes in dem Raum machen? Nee.
Jetzt kommt wieder die Leggy-Halle. Ich bitte dies zu entschuldigen. Darum erhebe auch ich Anspruch auf den Thron. Und darum denke ich auch, der fähigere Anwärter zu sein. Danke für deine Rede, Tumdel Bolofar. Der Rat möge nun seine Fragen stellen. Den rufen wir nicht auf, Alter. Den lassen wir mit Absicht aus. Man muss schon sagen, der hat sich schon verändert. Seht ihr das? Der hat jetzt meiner Meinung nach einen krasseren Bart. Und der hat hier so hinten so einen kleinen Zopf gekriegt. Das sind wir hier. Genau, wir haben die Rüstung an. Ja, genau. Wir machen den zweiten. Ja, der Zwerg aus dem Stamm der zweiten dort. Du sagst, ein Krieg gegen die Elben wäre Wahnsinn. Aber wie kannst du das als so junger Zwerg beurteilen? Du hast ja noch kaum etwas von der Welt gesehen. Oh, jetzt müssen wir richtig antworten, Leute. Jetzt wird's spannend. Wenn wir die Elben angreifen, sind wir nicht besser als die Albä? Unsere Aufgabe ist es, das geborgene Land zu beschützen, einschließlich der Elben. Wir würden einen Krieg gegen die Elben verlieren. Nein, wir müssen das Land schützen. Oder wir sind ja nicht besser als die... Nein, wir müssen das Land schützen. Es ist wahr, ich kenne vieles nur aus Büchern. Aber es steht geschrieben, dass es unsere Aufgabe ist, das geborgene Land zu verteidigen und zu beschützen. Das schließt die Elben ein. Und haben die Elben nicht denselben Feind wie wir? Sie könnten uns im Kampf beistehen. Warum sollten wir dem Feind in die Hand spielen, indem wir sie angreifen, anstatt gemeinsam gegen ihn vorzugehen? Stimmt wohl. Recht hat er. So spricht ein schlauer Krieger. Bam. Aber die Langohren hassen uns. Und wir hassen sie auch. Wie sagt man? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Richtig. Okay, dann nehmen wir den vierten. Wir wollen diesen, Bislipur nicht. Ja, eure Frage? Nur um das richtig zu verstehen. Du willst eine Waffe schmieden, die in einem Märchenbuch aus dem jenseitigen Land beschrieben wird, um einen Dämon zu töten, den niemand von uns je gesehen hat? Ich habe ihn sehr wohl gesehen, Goingar Schimmerbärtchen. Schimmerbärtchen. Fakt ist, unsere Probleme werden sich nicht von alleine lösen. Die Zwerge müssen handeln. Andokai, die Maga hat den Text übersetzt und meinte, wir können den Dämon so vielleicht töten. Ich könnte nicht beweisen, dass es eine Lösung gibt, aber unsere einzige Option. Fakt ist, unser Problem werden noch nicht allein lösen. Die Zwerge müssen handeln. Nee, wenn man die hat das übersetzt. Da haben wir wenigstens was schwarz auf weiß. Die Maga Andokai die Stürmische hat den Text übersetzt und sie meinte, dass wir den Dämon vermutlich mit der Feuerklinge töten können. Jetzt hören wir also schon auf Magi? Wir sollen unsere Leben in der Hoffnung riskieren, dass sie diesen Text richtig übersetzt hat und nicht bloß ihre eigenen Pläne verfolgt? Ich dachte, die Magi sind schuld, dass wir überhaupt in dieser Situation sind. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Ist dieser Tungdil nicht auch bei einem Magus aufgewachsen? Richtig. Magi kann man nicht trauen. Es ist deren Schuld, dass die Barriere gefallen ist. Ich traue denen nicht. Scheiße. Schlechte Antwort gegeben. Wir hätten handeln sollen. Ja, ich hab vergessen, die trauen den Magi nicht. Bislipur. Nichts, was du sagst, wird irgendjemanden hier überzeugen. Du bist nicht bei uns aufgewachsen. Und niemand weiß, ob du wirklich ein Vierter bist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es je einen unwürdigeren Anwärter auf die Krone des Großkönigs gegeben hat. Du stiehlst nur unser aller Zeit. Boah, jetzt würde ich auf die Hand zeigen und sagen, ja, so wie vorhin, hier, als du mich angegriffen hast, als Außenseiter springe, Ideen und frischen Wind mit, sollten nicht die Taten eines Zwergs mehr zählen als seine Abstammung. Wüsste nicht, dass du für alle hier sprichst. Interessant. Das ist schon wieder echt schwer und ich würde gerne mal wissen, was passiert, wenn man sich falsch entscheidet oder wenn man sich richtig entscheidet. Kommen die Taten eines Zwerges. Aber wohl, die geben halt viel Wert auf Abstammung. Das ist halt echt schwer. Eine neue Perspektive tut den Zwergen sicher gut. Als Außenseiter kann ich frischen Wind und neue Ideen einbringen. Vielleicht nicht verkehrt. Das müssen wir uns von einem Jungspund nicht sagen lassen. Wir wissen selbst, was am besten ist. Frischen Wind? Mach das Fenster zu. Es gibt keinen Grund, etwas zu ändern.
Ich habe genug gehört. Der Rat hat die Worte beider Bewerber vernommen und muss nun eine Entscheidung fällen. Wer von euch Tungdil Bolofar, den zurückgekehrten Sohn aus dem Stamm der Vierten, als meinen Nachfolger sehen will, der hebe die Axt. Oh, ein paar wenige. Und wer von euch will Gandogar Silberbart, aus dem Clan der Silberbärte, den König der Vierten, als meinen Nachfolger sehen? Maße deutlich mehr. Das Ergebnis ist deutlich. Gandogar hat mehr Stimmen erhalten. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ein Hoch auf Gandogar. Es lebe unser neuer Großkönig. Jedoch, das Ergebnis war nicht einstimmig. Und als amtierender Großkönig mache ich von meinem Recht Gebrauch, einen Wettkampf zwischen den Anwärtern zu fordern. Was soll das? Aber er hat die Wahl gewonnen. Es sind die Regeln. Der Großkönig hat das Recht dazu. Respekt. Er ist immer noch der Großkönig. Ruhe! Ihr habt den Befehl des Großkönigs vernommen. Schreibt auf einen Zettel, worin sich die beiden Anwärter messen sollen. Wie er mir zugenickt hat, sehr schön. Seid ihr bereit? Bin ich gespannt. Wer diese Aufgabe als erstes bewältigt, wird Großkönig sein. Es ist eine Expedition. Die Prüfung besteht darin, eine Gruppe zu führen, die die Axtfeuerklinge im grauen Gebirge schmiedet, mit der dann der Kampf gegen den Magus Not-On aufgenommen werden kann. Eine Expedition ins Tote Land? Haha, brillant. Das kann doch nicht wahr sein. Das nenne ich eine würdige Herausforderung, oder? Das nenne ich Glück, Gelehrter. Von allen Aufgaben zieht Bislipur ausgerechnet diese. Ja, Glück. Ja, aber wir haben das Vorteil, den Vorteil, wir waren da draußen schon mal. Und ja, ich bin gespannt. Aber mein König verlangt das nicht von mir. Warum ausgerechnet ich? Du bist einer meiner besten Gemmenschneider. Und ich habe ihm Unterstützung versprochen. Es soll ein fairer Wettbewerb sein. Oder soll ich deinetwegen mein Wort brechen? Aber... Du wirst gehen, Goimgar Shimmerbart. Mach uns keine Schande und folge den Anweisungen Tungdils. Geh und kehre gesund wieder. Damit ist unsere Gruppe komplett. Wen hast du denn als Steinmetz ausgewählt? Oh, noch ein größerer Hammer ging nicht. Ah, guten Tag, die Herren. Bafragor, den alten Säufer. Alter Säufer? Er hat mir versichert, er sei der beste Steinmetz hier. Der Großkönig selbst hat ihn geschickt. Naja, ich habe gesagt, dass ich genau der Steinmetz bin, den du brauchst. Dass ich vom Großkönig geschickt wurde, habe ich so nicht gesagt. Du lässt dich selbst von einem Säufer austricksen. Ich will den Kerl nicht in meiner Gruppe. Sei dir versichert, Boindil. Auch ich könnte mir eine bessere Gesellschaft vorstellen. Aber Tungdil gab mir sein Wort. Ja, ich gab dir mein Wort. Und solange du in der Lage bist, die Steinmetzarbeiten für die Feuerklinge zu machen, bist du mir willkommen. Es geht um das geborgene Land. Der Thron steht mir zu. Und Vrakas wird den Clans durch meinen Sieg zeigen, dass es so ist. Der Großkönig. Die Aufgabe ist den Anwärtern klar? Wer als erster die Feuerklinge schmiedet und hierher zurückbringt, hat seine Fähigkeiten bewiesen und wird unser neuer Großkönig sein, um uns gegen Not-On zu führen. Es wird Monate dauern, die Aufgabe zu lösen. Allein die Reise zu den Fünften ist eine langwierige und gefährliche Angelegenheit. Gefährlich, sicher. Aber langwierig nicht unbedingt. Du kennst das alte Tunnelsystem, das die Zwergenreiche verbindet? Tunnel sind schön und gut. Aber warum sollten wir unter der Erde bedeutend schneller vorankommen als darüber? Ein wissendes Lächeln umspielt den Mund des Beraters. Nun. Natürlich, weil oben die Orks rumlaufen. Mann. So, raus aus der Leggy-Höhle. Ja, FPS gehen wieder nach oben.
Da bist du noch dran arbeiten. Die Höhle, die hat's in sich. Die ist very, very laggy. Wow, wow. Beeindruckend, was unsere Vorfahren hier geleistet haben, nicht wahr? Die Stämme haben alle zusammengearbeitet. Kaum eine Aufgabe kann dann zu groß für uns sein. Hört, hört. Geil, jetzt fahren wir hier so mit Achterbahn. Wie gut, wie gut, wie gut. Warum wolltest du mich unbedingt begleiten? Ich verstehe immer noch nicht, warum du mich ausgetrickst hast und unbedingt mitkommen wolltest. Ich bin seit mehr als 200 Sonnenzyklen Meister des Steins. Meine Werke werden in allen Ecken des Reiches bewundert. Es gab nie einen besseren bei den Zweiten als mich. Aber heute? Ich will nicht als der Säufer in Erinnerung bleiben, dem der Meißel in der Hand zittert, sondern als Bavragor Hammerfaust, ungeschlagener Meister des Steins, der die Feuerklinge zum Leben erweckte. Ein letztes Meisterwerk. Okay, gute Einstellung auf jeden Fall von ihm, finde ich super. Wenn du die Frage verzeihst, zwischen dir und Boindil scheint es böses Blut zu geben. Nichts, was unsere Mission gefährdet. Wir konnten uns einfach noch nie leiden. Es steckt doch mehr dahinter als nur eine alte Feindschaft. Bavragor geht nicht darauf ein. Sein Blick ist auf Ereignisse vor langer Zeit gerichtet. Okay. Du solltest deine Trägerei zügeln. Wir brauchen dich in bester Verfassung. Es gibt welche, die sagen, ich sei nur noch Meister des Bieres und nicht mehr Meister des Steins. Aber keine Sorge, ich habe nichts vergessen. Ich kann nichts vergessen. Egal, wie viel ich trinke. Mich wundert es, dass wir seit Tagen keine Spur von Gandogar gesehen haben. Vielleicht sind sie irgendwo falsch abgebogen. Wir sind bestimmt vor ihnen im Reich der Fünften. Vielleicht sind wir auch falsch abgebogen, das wäre natürlich sehr schlimm. Oh, 50 Essen für 5 Personen. Wir sind nicht auf dem Weg zu den Fünften. Wir sind auf dem Weg zu den Ersten. Vermutlich sind wir schon unter dem Land der Hüterin. Die Ersten? Warum? Seit die Fünften vernichtet wurden, sind die Ersten die besten Schmiede im geborgenen Land. Nur sie können auch Tionium und Palandium verbinden, die sich eigentlich abstoßen. Außerdem können wir im Kampf gegen Not-On jede Hilfe gebrauchen und... War klar, es war so klar. Dabei hält doch eigentlich alles, was die Zwerge bauen. Verflucht! Goimgar! Hier kommen wir nicht weiter, Gelehrter. Was nun? Es ist alles deine Schuld, du Hochstapler! Ich wäre fast draufgegangen. Und wofür? Schön, dass du noch am Leben bist. Wir brauchen dich für unsere Mission. Damit du einen Thron stehlen kannst, der dir nicht gehört? Hass funkelt aus den Augen des Gemmenschleifers. Und einen Augenblick glaubst du, er würde sich mit dem Mut der Verzweiflung auf dich stürzen. Dem würde ich erstmal rechts und links eine geben. Morgen landest nicht um den Titel des Thronkönigs. Strafe mit einem Nichtbeachtung. Du solltest sie besser hüten. Es geht mir nicht um den Titel des Großkönigs. Es geht mir um die Rettung des geborgenen Landes. Auch wenn du mir sonst nichts glaubst, das musst du mir glauben. Gar nichts muss ich. Ich bin gegen meinen Willen hier. Meine Gedanken sind wohl mein einzig verbliebenes Recht. Genug. Sammelt alle Materialien ein, die wir noch retten können. Wenn wir es zu den Ersten schaffen, können wir alles bekommen, was noch fehlt. Es sollten weniger als 200 Meilen bis zu ihrer Festung sein. Und natürlich wird da unten noch irgendwas lauern. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber der Typ, der nervt mich jetzt schon. Nachdem ihr die Materialien eingesammelt habt, macht ihr euch auf die Suche nach einem Ausgang. Nach einem schweißtreibenden Aufstieg gelangt ihr an eine runenverzierte Tür. Von dort kommt ihr in eine große Höhle mit einem Wasserfall vor einer sonnendurchfluteten Öffnung. Nacheinander geht ihr durch den Wasserfall und findet euch, nach der ungewollten Dusche, in Vajorn, nahe dem Zauberreich Oremaira wieder.
Ihr findet euch auf einem Plateau und der Fluss, der hier als Wasserfall den Eingang zur Untergrundbahn versteckt, fließt an einem Wald vorbei, hinter dem ihr eine Mauer und Ziegeldächer seht. Du überprüfst deine Karte. Das müsste Mephordania sein. Wir gehen durch den Wald zur Stadt und schauen, ob wir unsere Vorräte auffrischen und Ponys kaufen können. Ponys? Ist ja süß. Ja, stimmt, für Zwerge sind Ponys gar nicht so verkehrt. So, okay, wir müssen... Alter, wieder so weit. Okay, da kommen wir auch nicht hier lang, sondern müssen hier oben lang. Ins Schneegebiet. Okay, der hat auch am wenigsten Leben. Der hat sogar noch weniger Leben als unser Tungdil. Wir müssen langsam mal zu einem Händler kommen. Das ist nicht so cool. Hier unten lang. Auf eurer Wanderung stimmt Boindil einige Lieder an. Kurze Zeit später tut Bavrago es ihm gleich, wobei er nicht etwa mitsingt, sondern Ingrimsch mit eigenen Liedern zu überbieten versucht. Als er schließlich ein Liebeslied anstimmt, treibt er Boindil damit zur Weißglut. Du nimmst den Steinmetz zur Seite und fragst, ob er das mit Absicht mache. Sicher mache ich das mit Absicht. Ich werde ihn die ganze Reise über leiden lassen. So kann das nicht weitergehen. Wir können uns nicht untereinander bekämpfen und das geborgene Land retten. Du machst eine kurze Pause, ehe du dich an die Wurzel des Problems heranwagst. Es geht um eine Frau, richtig? Nicht, wie du vielleicht meinst. Smeralda war meine Schwester. Ein junges Ding von gerade 40 Zyklen. Bavrago nimmt einen ordentlichen Schluck von seinem Branntwein, ehe er fortfährt. Sie war fast so kriegerisch wie Boindil. Und sie hatte es sich in ihren Dickkopf gesetzt, ihm im Kampf beizustehen. Eine schlechte Entscheidung. In seinen Augen kannst du den Schmerz erkennen, unter dem er leidet. Du legst ihm eine Hand auf die Schulter und drängst ihn zu nichts. Mann, 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 die Frauen wieder. Das ständige Gezanke von Boindil und Bavragor lenkt dich ab. Goimgar hört als erster das Klappern der Rüstungen. Da kommt etwas! Bevor ihr es euch verseht, stürmen die Orks über einen Hang auf euch zu. Ach, war so klar. Naja, dann let's fetz, würde ich sagen. Mal gucken, was die Neuen drauf haben. Ich glaube eher weniger, aber ich glaube, der mit dem Hammer, der kann gut zuhauen. Und deswegen nehmen wir den auch mit. Jetzt müssen wir mal gucken, wer das mit dem Hammer war. Der war es auf jeden Fall nicht. Das war nur so ein Schneiderlein. Das tapfere Schneiderlein. Okay, und der? Passiv. Verletzung reduziert seine Lebenspunkte nicht. Er startet einen Kampf immer mit 80% Leben. Hä? Verletzungen reduzieren seine Lebenspunkte nicht? Das verstehe ich nicht so. Das werden wir mal gleich sehen. Müssen wir hier auf jeden Fall auch nochmal gucken. Okay. Na, das war ja klar. Der Kant hat sich da nicht unter Kontrolle. Okay. Jupp. Können wir leider nicht mitnehmen. Haben wir eigentlich noch irgendwelche Items hier, die wir benutzen können? Nee, haben wir nicht. Okay, Kampf starten. Los geht's. Ja? Einer da! Okay, sie kommen. Was du ist? Gehst da hin. Bin unterwegs. Gehst da hin. Warum denn nicht? Ja, ja. Mhm. Bisschen in einer Reihe aufstellen. Auf hm? Jo? Jo. So, hier gleich mal Attacke Schweinebacke und was hier. Denn? Ah, der hat wieder nur so einen Blödsinn. Ja? Tungdil stürmt auch vor. Was und denn? Der hier. Was denn? Der macht's nicht mehr! Und jetzt? Hm? Hm? Schluss damit! Hä? Hey, du gehst mal auf den, ja? Angriff! Was denn? Was denn? Ich hab da nicht so fest zugeschlagen. Oh, wir haben den gar nicht getroffen. Was ist? Yeah. Und weiter! Hey, geh mal. So, zack, er ist bestimmt wieder. Warte mal, er kriegt erstmal seine Ulti. Ja? Er kriegt auch seine Ulti und rusht dann hier mal volle Kanne rein. Jo. Jo. Ah, du gehst mal dahinter. Du greifst mal den da an. Ja. Und du. Ja.
ist der Nächste. Mhm. Er hat sich ja kaum gewehrt. Grüß echt. Die beste Attacke. Jo. Boah, eklig. Ja? Einverstanden. Und jetzt? Abscheuliche Kreatur. Oh, das ist Pech für dich. Erledigt. So gut wie erledigt. Müssen wir ein bisschen rumlaufen. Soweit können die Bögen, glaube ich, nicht schießen. Was denn? Vielleicht kriegt er hier wieder Energie. Ja, er kriegt wieder Energie dazu. Jo. Jo. Bin unterwegs. Eigentlich brauchen wir nur durchlaufen, wenn ich das gerade richtig sehe. Wir sollen nur Gebiete verlassen. Gehen mal nicht den Weg lang, sondern gehen wir so. Ich will mal gucken, ob man irgendwas findet. Nee, die will ich nicht bekämpfen. Wir verlassen einfach nur die Gebiete. Guck mal, der ist hier runtergefallen. Renn doch nicht so weit vor. Nee, warte mal. Ey, nein, mach das nicht. Bin unterwegs. Was denn? So, ich möchte euch jetzt einzeln haben. Tungdil, du machst wieder hier eh in die Richtung. Was denn? Was denn? Du springst auch hier mal mitten rein. Alter. Okay, jetzt wird's kriminell. Ja, mal, du machst den hier gleich gerne. Mal weg. Jo, mach dich bereit. Komm her, du. Yeah. Einen Moment Geduld. Ich kann doch das schon längst nehmen. Was denn? Scheiße, kriegt Tungdil was mit ab? Zu einfach. Was denn? Tungdil, feine Schlag, los! Sehr schön. Und jetzt? Ja? Oh, das ist Pech für dich! So. Was ist? Der ist auch ganz schön stark. Was denn? Okay, der macht guten Schaden mit dem W. Das habe ich jetzt erst mal gesehen. Warte mal, hier, du haust die da mal weg. Erledigt so einfach. Stimmt, der haut die um. Oh, betäubt. Scheiße, haben wir nicht getroffen. Und jetzt? Ja? So gut wie erledigt. Was denn? Dann einer weniger. Und final. Bam. Hier kommt das Ende. Was ist? Ja? Hier ist auch noch einer. Auf den Weg. Nee. Oh, das ist Pech für dich. Was ist? Sehr schön. So. Okay, vielleicht sollten wir noch kurz warten. Der hält ja hier wieder Leben. So gut wie erledigt. So, haben wir den ersten Bereich abgeschlossen. Sehr schön. Das ging auf jeden Fall.